Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht, hier stehen bleiben, recht herzlich begrüßen. Thema heißt Logistik und Produktion, und das, was ein bisschen unter die Räder gegangen ist oder gelaufen ist, heißt Projekte erfolgreich umsetzen, ist dankenswerterweise in den einführenden Worten schon genannt worden. Ja, woher kommt dieser Begriff LUP? Kurz abgekürzt hatten Sie vielleicht natürlich eben schon gesehen in der ersten Grafik unserer Kompetenzzentren im Bereich der Fachhochschule Lübeck. Und wir arbeiten im Prinzip schon seit mehreren Jahren erfolgreich im Transfer in die Wirtschaft. Und dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Abriss geben, damit Sie eine Idee bekommen, was wir dort machen und wie dort Projekte halt aussehen können. Das ist danach sortiert oder strukturiert, dass die fachlichen Kompetenzen, die innerhalb der Fachhochschule angegliedert sind, das war ja auch der Fall, den Sie gesehen hatten, aus der Fachhochschule über Kompetenzzentren rein in die Märkte, eine wesentliche Eingangsgröße ist. Und ich habe dort zwei Elemente. Das ist einmal dieses Supply Chain Management, die gesamte Versorgungs- oder Lieferkette vom Rohmaterial, theoretisch gedacht, bis rein zum Endprodukt, unsere Waschmaschinen, Autos und Sonstiges. Das Ganze aus der Kompetenz abgeleitet führt zu Projekten und im Rahmen dieser Projekte dann eine Grafik halt, welche Branchen sind es denn tatsächlich, die wir beglücken durften, und die andere Sicht dann in der zweiten Grafik, welche Erfolge stehen denn dahinter. Ja, was sind die Schwerpunkte? Das ist hier übertitelt mit Supply Chain, und wir haben dort drei Bereiche, die im Wesentlichen zu nennen sind. Das ist einmal der Bereich Verkehr, Verkehrslogistik, telematische Anwendung und sehr stark auch der Bereich Simulation, Systemsimulation, egal ob wir über Flottenmanagement reden, über Investitionsvorhaben, wie viele Fahrzeuge brauchen, wie viele Loks werden eingesetzt, oder rein in die Fabrikplanungsthemen, welche Maschinenanlagen sind denn tatsächlich notwendig, auch in virtuellen Räumen. Wir hatten eben etwas anderes gesehen an virtuellen Räumen in der Technik, in der Fabrik, um das dort dann abzubilden. Dieser Bereich hat zu Projekten geführt, wie zum Beispiel Optimierung von Lieferungen, Lieferstrategien, Bündelung, damit entsprechend Ressourcen geschont werden können. Das gesamte Flottenmanagement mit Unterstützung von Telematik. Sie können also per Telematikanwendung verfolgen, wo Ihre Lastkraftwagen rumfahren und wo Sie Pausen machen, an welcher Frittenbude Sie anhalten und nicht liefern. Das ist alles monitorbar und messbar und Effizienzen auch entsprechend ableitbar. Im Bereich der internen Logistik möchte ich eigentlich nennen die Fabrikplanung. Das heißt, wie funktioniert ein Produktionsbetrieb mit all seinen Ressourcen, Mensch, Maschinen, Transportmittel, Lager und sonstigen Einrichtungen. Wie sind Versorgungsstrategien? Das ist die Beschaffung. Welche Entscheidung fälle ich in der Sourcing-Entscheidung, Make or Buy? Und wie funktioniert eigentlich dann die Distribution rein zum Markt, zum Endkunden oder zum Handel, wie auch immer die Struktur aufgebaut ist, und ganz detailliert Lagerplanung, wie viele Fächer brauche ich, welche Volumina, welche Medien habe ich eigentlich, um das zu tun. Dies führt zu Projekten, wie zum Beispiel komplette Restrukturierungsmaßnahmen der Supply Chain in Produktionsbetrieben, die Ausrichtung der Beschaffungsstrategien in Unternehmen, die Lageroptimierung, keiner möchte zu viel dort haben und Kapital binden, bis hin Simulation hatte ich schon erwähnt, Standortentscheidungen, grüne Wiesemodelle und dann das eigentliche Layout von Produktionsstandorten. Der dritte Bereich ist mehr der IT zugeordnet, und dann reden wir über Enterprise Resource Planning und Anwendungen, die faktisch ihre Aufträge steuern, bis rein in die Schnittstellen zum E-Business. Sie kennen es alle über Amazon und ähnliche Plattformen, die irgendwo als Auftrag aufschlagen in der Firma und dann letztendlich im Versand landen sollen und Sie das dann vielleicht in 24 Stunden oder zwei Tagen dann als Lieferung erhalten. Das ist ein Schwerpunkt, der zur Optimierung dieser Systeme führt, wo wir entsprechende Projekte durchgeführt haben, Schulungsmaßnahmen organisiert, Inhouse-Schulungen gemacht haben und Qualifizierung von Mitarbeitern umgesetzt haben. Ja, welche Branchen? Das ist eine lange Liste. Ich habe das mal über die letzten Jahre gemonitort und einfach ein bisschen verdichtet. Sie sehen, das fängt an mit Hafenlogistik. Wir sind im Gebäude unterwegs, im Zulieferbereich, klassisch für uns Maschinen- und Anlagenbau. Natürlich auch Lebensmittelindustrie als starkes Netzwerk. Hier gibt es viele, viele Projekte, die dort unterstützend gelaufen sind, bis Medizintechnik, Offshore, Feinmechanik, Energiewirtschaft und auch Gießereien, die wir vielleicht hier im Norden nicht so zahlreich vorfinden. Das ist vielleicht mal so der Überblick über die eigentliche Supply Chain und den Teil.
den ich als Schnittstelle habe. Ich darf das nur gerade zu Ende führen. Heißt Produktion, Optimierung, Vertrieb, Variantenmanagement, Innovationsmanagement und Controlling. Und lassen mich vielleicht noch zu den Potenzialen was sagen. Was ist umgesetzt worden? Das heißt, wir haben Bestände reduziert, Produktivitäten gesteigert, Termintreue gesteigert. Und einen letzten Abschlusssatz, jetzt muss ich leider etwas springen, 5 Minuten haben nicht ganz gereicht. Wie waren wir erfolgreich? Durch fachliche Kompetenz, cross-functional Teams, professionelles Projektmanagement, langjährige Zusammenarbeit, wir haben die Studierenden integriert. Und der Spruch, der ich noch loswerden wollte, ist, aus der Wissenschaft heraus verändern wir die Wirtschaft mit. Und ich glaube, das ist eine wichtige Information, dass hier auch was aus dem Know-how rausgeht und zu tatsächlichen Innovationen in der Wirtschaft führt. Ich darf mich bedanken, auch wenn ich vielleicht 20 Sekunden oder 30 schneller war, zu langsam war. Entschuldigung. Vielen Dank.